Hallo und herzlich willkommen zur gepflegten Leckerunterhaltung. Schönen guten Tag. Heute seht ihr ein Paket, was ich von Köln bekommen habe, von Lego. Ja, fertig. Das besteht aus Teilen und wir haben schon mal zusammen gemacht. Genau, aber da ist ja was drin. Da ist was drin. Manche Köln macht das so. Ja, also ich werde überrascht sein, was da drin ist. Genau. Recycling. Also ein Set ist das hier, Big Bang Seal. Ach, lass das andere noch drin. Lass das andere noch drin. Das wird eine Überraschung. Okay. Wie immer. Wir sind ja nicht so. Ja, cool. Ich wusste es bis dato auch nicht, aber ich freue mich. Ich habe jetzt, also wir nehmen das ungefähr zur Weihnachtszeit auf. Ich habe gestern die erste Staffel geguckt. Ach so. Auf DVD. War mal wieder cool. Ja, und ich freue mich, das Set aufbauen zu können. Das wird bestimmt cool. Ich bin mal auch gespannt, wie sie es gemacht haben. Ja, vor allem wer so dabei ist als Figürchen. Amy ist auch da, cool. Ja, die taucht ja erst später auf in der Serie. Das stimmt. Na gut. So. Aber was Amy und Sheldon angeht, Staffel 9. Ja, genau. Zucker. Zucker. So, schauen wir mal, wie viele Tüten wir haben. Also zwei Tüten. Zwei Tüten. Cool. Also schön gemacht. Siehst du, da drin sind auch noch so Grafiken vom Planeten. Also hier auch. Stimmt, da sind Grafiken drin. Voll cool. Also 484 Teile. Also du hast nichts von zwei Sets gesagt, du kleiner. So. Ja, wollen wir mit Tüte Nummer 1 anfangen? Fangen wir mit Tüte Nummer 1 an. Du hast die Ehre. Dafür, dass wir das gucken. Aber ich finde die tollen, die Hefte finde ich schon. Das gab es ja lange Zeit nur so Flatterzeug, aber mittlerweile geht es hier nicht mehr. Mittlerweile ein Set. Recycling. Denke mal auch Infos über die Serie. Ja, so ein bisschen. Recycling. Interessant ist ja, dass auch Raschs Katze ist sogar dabei. Dass die Schauspieler selber haben ja null Ahnung von Physik und Mathematik. Stimmt. Aber die haben einen Professor für Physik engagiert und alle Formeln, die irgendwo auf den Tafeln stehen, sind korrekt. Cool. Also, auch gut zu wissen. Das fand ich mal interessant. Also, damit die wirklich im Fernsehen kein Mist zeigen. Ne? Die werden alle von dem aufgestellt. Es gibt irgendwelche Hintergründe dazu, aber das kommt in der Serie ja meistens nicht so. Okay, gucken wir Natürlich auch mit Profi-Werkzeug. Yay, unsere Praktikantin im Mini-Form. Genau. Oder im Mini. Mini, genau. Ja, okay, lassen wir es. Ranzo. Ach ja, wir haben schon länger nichts mehr gemacht. Damit unsere Figürchen bauen schon dabei sind. Ja, geschmeidig, geschmeidig. Yay. Rajesh ist auch schon klein, da muss er nicht noch kleiner erscheinen. Das sind die Köpfe. Also hier habe ich. Hier sind zwei, da ist auch Das ist auch eins, genau. so. Ich brauche eins ohne. Was ist das? Ich habe irgendwie hier. Ich habe bestimmt Schellen mit seinen roten. Nee, das ist nicht Schellen, sondern Lennart. Nee, Lennart auch nicht. Ich weiß ja nochmal. Howard Wolowitz. Howard, genau. Den habe ich bestimmt jetzt hier. Weil mit seinem roten Hemd. Ich denke mal, das ist Sheldon vom Gesichtsausdruck her. Ach, die haben wieder zwei Seiten. Das dürfte. Genau, das passt. Oh. Wo ist ihr Oberteil? Penny braucht kein Oberteil. Sheldon ist hier noch gar nicht drin. Der ist in der nächsten Tüte. Vielleicht. Ja, wir haben nur drei. Wir haben nur drei, ja. Howard Wallace. Genau. Das war schon die erste Seite.
So, jetzt geht's noch. Also, Big Bang Theory, klar, als Serie. Wir bauen hier. Wir bauen. Das Wohnschlaf. Ne, Schlafzimmer ist es ja nicht. Nee, das ist schon das Wohnzimmer. Wohngemeinschaftsarbeitszimmer. Aus Pasadena. Ohne Fahrstuhl. Ohne Fahrstuhl, ja. Was, wo auch getankt wird, wie er kaputt geht. Die Folge ist auch großartig. Die Folge ist klasse. Ich habe alles Standchen bei mir liegen. Du brauchst du gar nicht hier. Ja, den längeren. Ich bin auch gespannt, wie detailreich das hier alles wird. Sind ja genug Kleinteile dabei. Was ich auch interessant finde, es wird ja häufig spekuliert, was für eine Klaviatur bei denen an der Wand hängt, an diesem Pfeiler. Da ist so eine komische, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Ich habe danach auch mal gegoogelt, um ganz ehrlich zu sein. Das ist eine amerikanische Sicherung. So ein alter Sicherungskasten ist das quasi. Fand ich mal sehr spannend. Ja, so diese kleinen Gimmicks, ne? Erinnerst du dich an die Folge, als die bei einem Wettbewerb teilnehmen sollten, so einem physikalischen Super Bowl? Ja. So, und da hat Sheldon ja so gesagt, von wegen mit euch ein Team bilden und so, beziehungsweise die haben ihn ja noch rausgeschmissen, weil er immer so rechthaberisch ist. Richtig, ja, genau. Und die letzte Frage, da war so ein Diagramm an der Tafel. Ja. Und darunter und nach dem Motto, die Antwort sei irgendwie minus 8 Pi Alpha oder so. Das hat ja keiner gewusst. Genau, richtig. Das soll eine Formel sein, die eigentlich zum Grundstudium der Physik gehört, also von denen hätte locker beantwortet werden müssen. Ja, wahrscheinlich die Aufregung. Die haben sich das angeguckt, was zum Teufel ist das? 3 und 4. Und die haben es nicht gewusst, obwohl es eigentlich zum Studium gehört. Ja. Irgendwas Elektrotechnisches, meine ich, wäre es. Ich kriege das jetzt aber auch nicht hoch. Ich habe leider keine Physik studiert. Ich war mal kurz davor, muss ich dazu sagen. Bis ich gehört habe, dass das Studium hauptsächlich auf Englisch ist. Und das hat mich, glaube ich, abgehalten. War vielleicht auch ein Fehler. Vielleicht hätte ich es trotzdem machen sollen. Vielleicht, vielleicht. Ja, ich wollte immer ein Perpetuum mobile entwickeln. Das wäre so meins gewesen. Kann ich ja immer noch als Nicht-Physiker. Stimmt. Es gibt ja auch Doktoren, die nie studiert haben. Also gibt es auch. Gibt es auch. Aber es gibt auch Studierte, die keinen Doktor haben, nicht wahr, Herr Wolowitz? Ja, ich würde ja tatsächlich mal aufziehen. Dass er noch nicht so viel kann. Du hast ja keinen Doktor. Aber dafür war er ein Weltall, ne? Also ja, das hat er die anderen noch oft genug wissen lassen. Sogar seine Frau im Bett. Ah, Mann. Doch, momentan eine meiner Lieblingsserien. Ja, auch. Fängt jetzt auch immer Witz drin. Ich habe bei jeder neuen Staffel immer so ein bisschen die Befürchtung, jetzt brechen sie ein, aber irgendwie schaffen sie es doch, jede Staffel ein bisschen besser zu machen. Hätte ich nicht mit gerechnet, ganz ehrlich. Nee, rechnen wir ja auch nicht damit. Irgendwann ist vorbei mit dem Witz und so. Aber ja, gerade wo es dann hieß, was die für Gehälter verlangen mittlerweile und so. Ah, das ist so einer, ne? Genau, den will ich gerade auch. Kackbraun. Aber hier, die zweite Reihe. Ja, machen wir. Kein Problem, Chef. Bob, der Baumeister, ist zu schnell. Au. Ja. Noch wissen wir nicht, was wir hier bauen. Nein. Nee, ich meine. Oder zeichnet sich da für dich schon irgendwas ab, außer die Tür? Genau. Ach so, so meinst du. Das stimmt. Ist das richtig? Ja, doch, ne? Ja, doch, so. Und dann kommt hier so ein Vierer. Oder? Wir machen sowieso irgendwo wieder einen Fehler. Das ist ja Standard. Ja, ein Fehler muss sein. Ein Fehler muss sein. Selbst Sheldon macht Fehler. Ja, Fehler sind ja auch menschlich. Die dann von anderen korrigiert werden und dann ist vorbei. Oder um es mit Lennarts Worten zu sagen, und es geht los. Genau. Ja, richtig. Wenn man irgendwas sagt und dann Sheldon mit seinem Fachwissen trotzt.
Ja, Schellner hat auch schon eigenartige Züge. Sein Platz, ne, ist ja nicht mehr heilig und wenn da jemand anderer drauf sitzt, dann geht er steil. Ah, die Begründung ist cool. Ja, die Begründung ist schon sehr gut. Ja, wer es noch nicht gesehen hat, schämt euch so. Ja, ich hab die drei. Ja, ich hatte den einer hier noch, der fehlte. Ist wahrscheinlich Bücher. Oder Comics. Oder Comics. Man weiß nicht so genau. Ja, witzig ist auch sein Geheimversteck mit seinem Geld, ne? Wo er dann sagt, in einer Actionfigur und die dann so beschreibt und dann... Ja. Ja, der hat auch richtig viel Geld immer. Ja, er gibt's ja nie aus, das ist so... Ja, sehr sparsam. Das ist ja gar nicht, oder? Doch, mit dem Kumpel. Der ist das. So mit Loch, ja genau, mit Loch. Ja, wo er Penny hier nimmt. Genau. Und die hat ja dann so ein schlechtes Gewissen, dass sie so viel Geld schuldet. Dann rechtfertigt sie sich auch mit diesem Barett, was sie dann in ihrem Briefkasten hat. Ja. Das habe ich schon vorher bestellt, ja. Und dabei macht er gar keinen Spaß, nee, also dass er es wiederkriegt. Das macht sie sich ganz alleine. Genau. Was ich irgendwo verstehe. Kann man ja auch verstehen, ja. Macht man ja auch. Okay. Drei normale Einer. Kleine Schlacht. Also, genau. Ja. Regal. So. Das hast du? Ja, das hast das du. Das habe ich, ja, genau. Aha. Wir passen jetzt schon sehr auf. Ja, man weiß ja nicht. Hinterher versteckt sich ein schwarzes Loch oder so. Ja, genau. Also das Witzige ist ja mit diesem Vertrag unterschreiben, dass sie dann um den Zeitpunkt dann wieder zurückreisen. Ja. Und dann gucken sie beide zur Tür und nichts passiert. Nichts passiert. Schade. Da habe ich schon, da habe ich schon, da habe ich schon. Achso, ich hab schon. Ja. Aber die Idee war gut. Die Idee war richtig gut. Etwas Ähnliches hat, ich komme immer nicht auf den Namen, auch ein ganz bekannter Professor der Physik hier auch gemacht. Und wegen Zeitreise und so, wo er sagt, wir verabreden jetzt, dass wir bla bla bla. Hm. Da ist ja auch nichts passiert. Das war schon witzig. Wo auch dann Leonard dann ankommt und dann von diesem Fahrstuhl dieser Typ da rauskommt, geh da nicht hin, geh da nicht hin. So am Bahn. Verschellen. Nee, da kommt ein grüner Land. Nee, ein blauer. Blau oder grün? Grün, grün stimmt. Grün. Grün. Das ist grün. Grün, dann dieses Beige und dann blauen, flachen. Ah ja. Ja, das sind schon witzige Folgen. Auch wo sie zur Comic-Con wollen als Star Trek verkleidet. Ja. Und dann diese Fotos machen und dann ihr Wagen geklaut wird. Ja. Und dann diese, wo er denn diese Weisheiten in diesem Navi dann hat. Ach, das ist aber interessant, sagen dann die ja, das geklaut haben. Das ist auch großartig. Das ist echt witzig. Da sind zwei Flachen drauf. Bleibt die Lücke hier? Ja, ne? Ja, da okay. Sind ja nur zwei drauf. Okay. Da ist noch ein brauner Einer. Ach so, die zwei, jo. Und die könnt ihr jetzt gar nicht sehen, weil wir zu blöd sind, auf den Kopf zu bauen. Was heißt doch nicht zu blöd? Naja, wir können halt nicht umdenken. Da kommt noch da drauf. Perfekt. Später, wenn wir es umdrehen, dann kriegt der doch groß, aber. Dann denkt ihr euch, ah so, die Serie. Davon reden die ganze Zeit. Wir bauen jetzt nur Regale auf. Ja, im Moment passiert hier nicht so viel. Aber da habe ich auch gesagt, das wäre mal ein cooler Urlaub. Dahin fliegen und so eine Aufnahme mitmachen. Hm. Im Studio. Das wäre mal cool.
Jetzt kommen noch diese zwei. Ach so, jo, stimmt. Die Tür! Ich darf kleben. Auch wenig Aufkleber, die sind nur zwei Stück. Was ist denn das? Sieht aus wie so eine Gart. Nee, gute Frage. Oben oder? Gute Frage, nächste Frage. Sieht irgendwie komisch aus. Deine? Keine Ahnung, was das darstellen soll. Also, wenn einer weiß, was das ist, ich halte das mal ein bisschen in die Kamera. So, da. Muss ja umdenken. Dann sagt mal Bescheid, das soll bei denen an der Tür hängen. Das Regal oder? Nee, da hängt doch kein Regal an der Tür, oder? Nö, nicht, dass ich wüsste. Ein Fenster ist da auch nicht. Wer weiß, wer weiß. Das ist Sheldons Dimensionsportal. Die Folge ist auch nicht schlecht. Wo er in so einen Raum geht und dann gehen die anderen ja hinterher und gucken, da steht irgendwie eine 43 an der Wand und die wissen nicht, was damit aussieht. Stimmt. Und dann legt er die ja rein, indem er so ein Video macht und so ein Dimensionsportal öffnet. Weil er alles nur ein Gag nach dem Motto, er soll mich doch nicht hinterher spüren hier. Genau. Und dabei hat er nur geübt, hat Fußball zu spielen oder sowas. Ja, diesen Ball dann, ey. Ja. Hochzuhalten, ja. Das ist auch großartig gewesen. Ja, damit rechnen wir ja auch nicht. Man denkt ja auch, macht dann irgendwas. Ja, die war aber gut Spezielles gemacht auch. Solche Sachen mag ich. Dann kommt ein normaler Baum. Normaler, ja. Ja, sowas mag ich auch. Vor allem Sheldon hat sie eigentlich gar nicht mit Sport. Nee, normal nicht. Als Howard den Anschluss für den Super Bowl machen soll und die dann üben. So den ersten, oder war es Baseball? War es Baseball oder Football? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich gerade auch nicht. Auf jeden Fall gehen die zusammen in der Halle und sollen üben und dann wirft er mal den Ball. Nee, Baseball war es. Richtig. Und dann wirft er den Ball. Ja, ja, aber er kommt dann nicht mal durch die Halle geflogen. Also die kriegen ja überhaupt nichts hin. Und du siehst immer nur den Ball, der kommt und dann rollt er. Genauso wie Leonard und der Rajesh dann diese Superheldenkampf machen in dieser Halle. Ja. War auch so witzig. Weiß gar nicht mehr, worum es da ging gerade. Ja, wer der beste Superheld ist, wer von welchen der Gehilfe ist, genau. Ja, ja, diese Gehilfensachen. Genau. Jetzt, wo du sagst. Batman ist von niemand der Gehilfe. Genau. Ach ja, stimmt. Nee, da kommt der Vierer hin. Ach so, das, ich dachte, das wären 2-2. Alles klar. Dann will ich nichts gesagt haben. Passiert. Ja. Aber so Beziehungsrahmenvereinbarung ist gar nicht schlecht. Ja, was dann Sheldon mit macht, ne? Ja. Das ist, kannst du dir sogar runterladen aus dem Netz. Echt? Das wusste ich gar nicht. Ja. Dann gibt es wenigstens keinen Stress. Ja, stimmt. Gibt keinen Stress. Und alle sind happy. Jeder weiß, wann er was zu tun hat. Oder mit dem Geburtstagsgeschenk. Geburtstagsgeschenk? Was meinst du? Als Leonard Geburtstag hat. Und dann sagt Penny ja so zu Sheldon, hast du denn kein Geburtstagsgeschenk für ihn? Ach, ich könnte ja ein Geburtstagsgeschenk besorgen für $50. Und dann schenkt er mir nächstes Mal was für $50 zurück. Yeah, und irgendwann stirbt einer und das $50 ja, das ist auch eine klasse Sache. Ja, diese trockene Logik jetzt, das ist schon geil. Oh, du, das mal. Ich mach die Seite. Ja, alles klar, machen wir.
Oder als Lennart sich operieren will, weil er immer so schnarcht. Und Sheldon rastet total aus. Am besten ist es dann, wo im Krankenhaus das Licht ausgeht, irgendwie Notstromaggregat springt an, warum auch immer. Und er nimmt vollen Anlauf und knallt vor die Tür. Ja, richtig. Ne, hier fehlt aber irgendwas. Oder muss ich das zweimal bauen? Nee. Nee, nur einmal. Und hier ist das Braune noch nicht da, was eigentlich da sein sollte. Aber hast du was sehen? Ja, aber auch das. Ach, so habe ich das gesehen. Das kommt nicht vor. Kommt das vor das Fenster? Dachte ich auf jeden Fall, sah so aus. Dann kommt das dahin. Ja, so ist richtig. Dann passt es. Alles gut. Hab nichts gesagt. Dann kommt das dahin. Davor. Genau. So. Richtig. Der Schreibtisch. Wo nicht immer ein Schreibtisch steht. Das stimmt, ja. Irgendwann steht da eine Sitzecke, mit der Sheldon überhaupt nicht zufrieden. Sondern gemeinsame Essecke. So eine Essecke, ja, genau. Aber mit Sheldon sitzt er dann stur auf seinem Platz. Ja. Und die anderen sitzen in dieser Ecke. Demonstrativ. Das ist auch so eine. Das ist, wie gesagt, der Eigen. Mit seinen Ansichten. Naja. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass wenn man Ansichten hat, sie auch strikt vertritt. Ja, richtig. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die einfach nur sagen, ja, okay, hast ja recht oder so, aber das macht Sheldon eben nicht. Oder zumindest nur sehr selten. Sehr selten, ja. Vor allem, wenn seine Mutter da ist. Und vor sich die Katzen holt. Ja. Und die dann wieder abgeht für Katze plus 10 Dollar. Ja, genau. Hier ist deine Katze, hier hast du deine 10 Dollar. Genau. Man denkt eigentlich, man bezahlt dafür. Nein, er schenkt die und gibt dann sogar noch was. Das ist ja auch interessant. Das ist eigentlich ein Revolver. Und aus dem Revolver bauen wir uns jetzt eine Tischlampe. Schön. Sehr schön. Oder haben sie da eine Pistole versteckt? Oh, okay. Oh, jetzt kommen die Hintergründe raus. Ja, wir decken hier noch Geheimnisse auf. Ich wüsste nicht, dass die außer Laserschwerte irgendwelche Waffen hätten. Ich weiß gar nicht, was das für eine Folge war, wo Lennart dann abends irgendwelche Geräusche hört und dann mit dem Laserschwert um die Ecke kommt. Ja, wirklich. Wo dann Mr. Spock dann auch auftaucht, ne? War das nicht da? Kann sein. Die Folge? Wo er dann diesen Mr. Spock auspackt und dann kaputt macht und dann diese Albträume hat? Das kann sein, ja. Das ist auch so eine schöne Folge. Komm, spiel mit mir. Komm, spiel mit mir. Genau, pack mich aus. Ich bin zum Spielen gemacht. Und dann hat er eine Gewissensbisse. Ja, das war schon so. Ja, genau. Es war ja Spocks Originalstimme, sogar im Englischen. Ja, richtig. Ja, stimmt. Ah, jetzt geht's weiter. Ein oben drauf. Ja, jetzt geht's weiter in die Höhe. Wir spoilern hier eine ganze Menge. Vielleicht sollte man eine Warnung aussprechen vorher. Also, wer das hier anguckt, der weiß sowieso, dass wir immer sehr viel über die Sachen erzählen. Ja, das stimmt allerdings. Hätten wir immer Spoilerwarnungen ausgeben sollen. Vorsicht, wir reden über die Sache, die wir bauen. 1, 2, 3. Das sind 2 oder ist das zu kurz? Nee, den längeren haben wir nicht. Der soll aber nicht ganz darum. Nicht ah, ganz, ja, genau. Richtig fies fand ich die Folge, wo Howards Mutter stirbt. Howards Mutter? Ja. Die kann ich gar nicht. Aber erzähl. Ja, das ist mal eine bedrückende Folge. Es gibt ja nicht immer nur Happy und so. Nee, geht ja auch nicht. Wo er dann einen Anruf bekommt und meine Mutter ist tot. Okay. Wo sie dann Witze machen, wie sie die dicke Frau in den Sarg kriegen sollen. Weil sie zeigen sie ja nun mal nicht. Nee, die zeigen sie nicht. Die wird immer nur angedeutet. Aber witzig ist, dass Howards Frau im Grunde genauso ist.
du kannst jetzt in meine Hose. Und jeder weiß genau, oh Gott, wie Mutter. Ja, meistens sucht man ja. Also. Ah, großartig. Ja, es gibt nicht nur lustige Momente, es gibt auch traurige. Es gibt aber auch Staffel 9. Es gibt aber auch schöne Momente, wo die beiden heiraten. Ne? Die Hochzeit, ja. Die Hochzeit ist schön. Oder auch wieder Spoiler, ich glaube, das ist Ende Staffel 8 mit Penny und Leonard. Was die Hochzeit in Vegas. Die Hochzeit in Vegas, ja, genau. Ja, wo sich hinterher alle beschweren. Ja, wie machen wir das? Wo sich hinterher alle beschweren, warum sie nicht dabei sein durften. Ja, genau. Weil sie einfach nur Angst hatten, dass es denen wieder ausreden. Natürlich hätte ich es ja ausgeredet. Ich darf wieder kleben. Ja, sie. Da drauf. Da dran? Oh. Das könnte vielleicht sogar, ja sicher, das könnte diese Klaviatur sogar sein. Müsste aber darauf achten, das ist, glaube ich, an diesem Pfosten. Und das ist im Amerikanischen gibt es so alte Sicherungskästen und genau das ist das. Genau das ist das. Und das kommt allerdings da drauf, ansonsten. Nee. Auf die Höhe. Ja, alles klar, Chef. Ja. Jawohl, Sir. Ich habe einen Fehler gemacht, ich gestehe es ein. Passiert. Nein. Ich mache keine Fehler. Fehler sind menschlich. Ich bin kein Mensch. Ja, ist Sheldon menschlich? Wie wäre das? Es gab auch schon Beweise, dass er ein Roboter sein könnte. Ach ja, komm, vier. Das noch? Hältst du dich an die Gesetze? An die Robotergesetze? Dann nach dem Motto, hast du schon mal einen Menschen umgebracht? Nein. Wenn es danach geht, könnten wir alle Roboter sein. Ja, wer weiß. Aber bezüglich ansprechen. Kommt da noch eine Reihe drauf? Ja, da kommt noch eine Reihe drauf. An der bin ich gerade noch. Sorry. Bezüglich des Ansprechen der Frauen sollte ich es auch mal mit Alkohol versuchen. Ja, toll, was bringt das? Hat der Rasch auch funktioniert. Mehr oder weniger. Die erste Freundin, die er da hat, die ist aber auch durchgeknallt. Die ist ja noch schlimmer als er. Das stimmt. Ich finde ihre Augen so genial. Diese großen Augen. Wenn die einen so. Ich weiß gerade gar nicht, wie die Frau heißt. Das sieht nach Chapter 2 aus. Das ist Chapter Nummer 1. So, jetzt seht ihr auch mal, was wir gemacht haben die ganze Zeit. Was war Chapter 1 schon? Sieht sehr schön aus. Hallo. Mit Regal und. Lauter wissenwerter Kram. Ah, was ist über der Tür? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Sieht aus wie. Das ist wie eine Luke oder so, aber das ist doch nicht. Sieht nur aus wie so ein Ring halt. So ein Ring, wo Zuschauer vor sind. Weißt du, so ein Boxring. Oder wisst ihr nicht, dass das da hängt, aber. Oder nur in einer bestimmten Folge, was mir nie aufgefallen ist. Kann natürlich sein. Okay, es liegt leider noch. Unsere Comments werden es ja zeigen. Ja, also wenn jemand weiß, was da an der Tür ist, ich muss es mir nochmal angucken, ganz ehrlich, vielleicht finde ich hier auch was. Okay, würde ich sagen. Bis Twitter Nummer 2. Oh Mensch, doch. Wenn wir uns verabschieden, dann bitte so, wie sich's gebührt. Ja. So, jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, wir sehen uns in Twitter Nummer 2 wieder und bis dahin. Habt euch wohl. Falls den Gag keiner versteht, das wird hier auch keiner. Ciao.